Rockstar kann wahnsinnig gut wahnsinnige Charaktere schreiben. Sympathisch, unsympathisch, psychopathisch. Jeder von ihnen könnte aus einem Quentin Tarantino-Streifen stammen. Es war zwar nicht einfach, da ich alle ziemlich cool finde, aber hier kommen meine persönlichen Top 5 Lieblings-GTA-Protagonisten. Schreibt mir auch mal bei Gelegenheit euren persönlichen Liebling in die Kommentare, würde mich interessieren. Forgive me, Father, for I've sinned. Hey, ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Tony Cipriani, er ist der loyalste GTA-Protagonist und er weiß genau, dass Familia wichtig ist. Denn jeder weiß, man wendet sich nicht gegen Familia. Als Mafiosi besitzt er natürlich keine Skrupel. Er hatte mal einen Typen zu Hackfleisch verarbeitet und ihn an eine Metzgerei verkauft. Vic Vance. Ein zu Unrecht vergessener und unterschätzter GTA-Protagonist. Und ja, er ist die arme Sau, die zu Beginn vom normalen GTA Vice City-Spiel beim Drogendeal über den Haufen geschossen worden ist. In GTA Vice City Stories erfährt man allerdings, dass er eine richtig coole Socke war. Zu Beginn des Spiels ist er noch bei der Armee und möchte eigentlich mit kriminellen Machenschaften nichts zu tun haben. Wird dann allerdings ganz schnell gefeuert, als er dann mit einem pinken Cabrio, eine Nutte und den Kofferraum voller Kokain in die Kaserne fährt. So what? You got kicked out of the army. I had a career. Ehe er sich versieht, handelt er mit Drogen und lernt dabei die Frau seines Lebens kennen. Phil Collins nebenbei auch, wenn es interessiert. Da seine große Liebe leider getötet wird, fällt er in tiefe Depressionen. Er säuft, kokst und vernachlässigt sein Training. Dadurch war er leider nicht auf den Drogendeal fokussiert und musste deshalb leider zu Beginn vom normalen West City ins Gras beißen. Ist schade um Vic Vance, war ein Good Guy in der falschen Stadt, welche randvoll mit Drogen und Verbrechen war, diese leider sein Untergang gewesen sind. Johnny Klebitz. Er ist kahlrasiert, durchtätowiert und der Anführer einer Biker-Gang. Er liebt die Freiheit, lässt sich von niemandem irgendwas sagen und ist loyal zu seinen Brüdern und zu seiner Freundin. Dieser Badass hat auch diverse Missionen zusammen mit Nico Bellic aus GTA 4 bestritten. Natürlich hatte ich mich sehr gefreut, dass er in GTA 5 wieder vorkommt, war aber auch genauso schockiert, als ich gesehen habe, dass Trevor Phillips ihn einfach umgebracht hat. Ich hätte mir halt wirklich sehr gewünscht, dass Johnny und Trevor gemeinsam Geschäfte machen. Tommy Vercetti. Dieser Mann ist eine wandelnde Legende. Er saß 15 Jahre lang im Knast und kam nach Vice City, um mit Hilfe eines Drogendeals schnell reich zu werden. Der Drogendeal lief leider schief, seine Begleiter und Vic Vance wurden leider dabei getötet. Nachdem er blutige Rache genommen hat, ist sein großes Ziel, diese Stadt zu übernehmen. Und er hat wirklich Eier. Okay, hatten die anderen GTA-Protagonisten auch, aber er hat richtig dicke Bulleneier. Lässt sich von niemandem irgendwas sagen und wird gerne auch mal laut und böse. Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy. That's why. Mit Tommy Vercetti kann ich mich am meisten identifizieren. Trevor Phillips, der GTA-Charakter mit dem meisten Charisma. Er schafft es halt wie kein zweiter, geistigen Wahnsinn und trotzdem noch Genialität in einem zu vereinen. Er ist ein White Trash Terrorist, ohne Respekt vor menschlichem Leben. Es hat mich wirklich sehr schockiert, als ich gesehen habe, dass er erst die Freunde von Johnny Klebitz gevögelt hat und als Kippe danach hat er einfach Johnny umgebracht. Seine Freunde wissen genau, dass sie sich auf ihn verlassen können. Er hält immer zu ihnen, auch wenn sie ihn gerne mal als geisteskranken Psychopathen bezeichnen. I need to meditate. Or masturbate. Or both. Das war auch meine persönlichen Lieblings-GTA-Protagonisten. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao.